Moin, ihr Baggerluten. So, wir sind zurück in Firewatch und wollten jetzt zur Wipi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Station Tahoha. Wir haben ein neues Mikrofon. Nein, das Mikrofon. Wir haben ein neues Walkie-Talkie. Mal gucken, ob das jetzt was hilft und bringt. Auf Hoffen, dass das nicht angezapft ist. Irgendwas geht hier vor. Das Spiel nimmt wirklich gerade... Also, es ist schon recht düster und auch mit krassen Themen irgendwie befasst an sich, das Ding. Aber es nimmt gerade halt auch wirklich hart und krass an Fahrt auf. So, warte, da hinten war jetzt ihr Tower, ne? Ja, dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir diese Richtung hier lang kommen. Glaube ich. Ich versuch's einfach mal diesen Weg hier. Mal gucken, wo wir da rauskommen, rankommen. Bin mir selber nicht ganz... Wie gesagt, das ist einfach zu groß und zu riesig, als dass ich hier jetzt wirklich alles in- und auswendig kennen könnte, würde. Und ich habe mich verlaufen. Alles klar. Danke. Und vorhin haben wir definitiv Geräusche gehört. Ich bin mir sicher. Was mir halt auch noch so ein bisschen Sorge bereitet. Irgendwas... Komm, mach den Humpen mal dicht. War in der letzten Folge... Alter! Alter! Oh, ich hab mich... Alter, Gänsehaut und Tränen in der... Alter! I just heard something. What is it? I don't know. It was goddamn terrifying, though. Well, it could be an elk, or it could be someone trying to get you to radio about a loud noise so they know where you are. Ah, fuck. How about you don't do that again? Oh, Alter, das muss ich doch tun. Nee, ich bin hier falsch. Boah. Wo bin ich denn jetzt? Wie bin ich denn hier hingekommen? Scheiße. Ja, dann gehe ich einmal da außen rum. Kacke. Boah, habe ich mich verjagt. Und ich glaube, ich laufe gerade so halb in die Richtung von dem Geräusch, ne? Da hinten war das, glaube ich, irgendwo. Alter. Das klang nicht gesund. Ich weiß nicht, in welche Richtung sich das noch entwickelt. Ich meine, es kann ja rein theoretisch alles kommen. Muss ja auch gar keinen Sinn ergeben. Ich meine, guckt euch From Dusk Till Dawn an. Sehr geiler Film. Am Anfang generell so ein Gangsterfilm und auf der Hälfte des Filmes, BATS, Trash, Vampirfilm. Und jetzt auf gleich, ohne Vorwarnung. Eikam. Wer weiß, was kommt, vielleicht doch Außerirdische. Oh. Meine schwache Stelle. Also ich finde das ja mächtig interessant, ne? Aber ich fürchte mich tierisch. Da in der Richtung immer. Hast irgendwie solche Geschichten mit Außerirdischen oder sonst was. Aber hier war ich auch so noch nicht. Ich will noch mal in die... Ich will nachher noch mal in die... Ich will ihn melden. There's a critter out here. A raccoon. I can't understand you. Because I'm whispering. Because you're whispering. Hey, kleiner Freund. Nein! Entschuldigung, nicht nein! Hier drin? Ist er da? Der müsste doch hier drin sein. Hallo? Hier, wenn dieses Viech kommt, was das Geräusch gemacht hat, ne? Wirf dich mal davor, beschütz mich. Verschaffst du mir zumindest 10 Sekunden nochmal. Nein, ich muss doch hier irgendwie... Sag mal, wo muss ich jetzt hin? Bin ich denn? Hallo? Wie bin ich hier denn reingekommen? Okay, runter und rechts halten. Na, aber man kann hier halt auch mal Dinge entdecken. Das war das, was ich gesagt habe. Letzte Folge war ich halt ein bisschen still, einfach um so ein bisschen diese Spannung auch nochmal so
So, ne? Man hat Geräusche gehört, irgendwo war was und... Ne? Muss man ja mal machen. So, jetzt gehen wir zum Anfang des Geschehens hier. Hier ging der ganze Scheiß irgendwie los. Bin gespannt. So, und wo war das genau? Ich glaube jetzt hier lang. Bisschen rechts halten. Genau. Ist da eine Cache? Den hatten wir auch schon, ne? Den Cache hatten wir doch, oder nicht? Ja, hatten wir schon. Dann war das irgendwie hier lang, ne? Ja. Würde ich jetzt so sagen. Boah, ey, ich würde hier die ganze... Ich würde eigentlich hier nicht... Umgedrehte Steine! Hingelegte Steine. Boah, ich weiß nicht, ob ich so... Nur mit einer Axt bewaffnet, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich hier durchheizen würde. Weiß ich nicht, ob das so mein Ding wäre. Jetzt ist hier bestimmt schon sowieso irgendwas. I'm busting the gate down. There's nobody around and it's the quickest way in. Copy that. So, Baby. Smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay, then. Oh! Bienchen! Au! Das war eine infizierte Biene! Sie hat mich... I got stung by a bee. Okay. Is that it? Did it hurt? Yes, kind of. Okay, I'm sorry. Die muss auch denken, wir sind das letzte Mädchen. So. YPT Station Personal. Also quasi so. Wenn sie versuchen, Dr. Simmons zu erreichen, er ist auf on-site from August. Ah, er ist hier vom 15. August bis zum 15. Oktober. Equipment, welches der Universität gehört, liegt unter der Beaufsichtigung von Dr. Johnson oder unter der Zuständigkeit. Government owned, Regierungsequipment ist unter der Aufsicht von Cat Ferdinand. Vergiss nicht, das ist ein kontrollierter Bereich. Und irgendwelche Probleme, Störungen oder Beschädigungen müssen sofort gemeldet werden. Kann ich das melden? Nee, dann packe ich es halt einfach nur mal ein. Geht das hier nochmal? Ah, oh, okay. So, kann ich die nochmal schließen? Was ist hier los? Wo genau sind wir jetzt? Da, ne? Es wird dunkel. Bin gebaut, aber was? Was ist hier so besonders? Ich bleibe jetzt auch absichtlich noch mal ein bisschen ruhig. Aber es ist auch einfach zu spannend. Was? Hier war doch gerade irgendwas. Ah, da hinten ist ihr Turm, okay. Kannst du mich sehen? Wird immer lauter von der Mucke her. Okay.
Was in aller Welt geht hier vor? Hier ist ein Funkmast, ein Sendemast. Okay, I'm at the site. I don't see anybody around. Lucky for us. Yeah, lucky for us. Dee, there is some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot-tall transmission tower, and they could probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. Okay. Also ich habe eine Axt, ne? Und wenn es so hoch wächst, das ist auch nichts anderes als ein metallischer Baum. Aber ich habe mal gehört, dass Bäume und Äxte sich generell nicht so gut vertragen miteinander. Oh, es sieht schön aus. Aber, warum ist, ich hätte gedacht, dass hier welche pennen. Was ist das? Was ist das? Wir müssen überlegen, es ist halt irgendwie... Es, scheiße, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das ist, aber das ist nicht aktuell, das ist die Vergangenheit. Da brennt Licht, da hängen Socken. Ey, sehen aus wie meine Socken! Das Ding wackelt, das könnte vom Licht kommen, das ist aber... Nee, warte, das ist verwüstet da drin. Piepender Kasten. And there is all sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. This equipment is not stuff from the hardware store. Getting there. Now they're doing something with the soil out here, too. It's all gritted off. Who knows what else they're up to? So, und jetzt werde ich aber dran denken. Ein paar Fotos machen. Was in der Welt? Vom Wind? Ich hoffe, diese Geräusche kamen vom Wind. I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. Where they are. All of their stuff is here. And they know you're there, so see what you can find and get out. Die wissen, dass ich hier... Meinst du das? I think I found the thing they used to track us. Holy shit. You know, you swear, like, a lot. Not the time, Hank. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy... Holy shit, Henry. Yeah, holy shit. So. They keep this wave receiver thing in a crate. It looks like their prized piece of equipment. Well, it's ours now. Oh yeah, oh yes. Oh yes. Ja, hochklappen. Jetzt los. N, den Wellenempfänger benutzen. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. Mal weiter gucken. Robuster Ledergurt sieht schwer aus. Oh, jetzt habe ich das Ding die ganze Zeit an, oder was?
This was a triumph. Entschuldigung, das ging nicht. Das musste. This place sleeps three. They've got a row of cots here. I want to know what that thing finds. Look, you should get out before they come back. I found their main monitoring desk. You should get out before they come back. Ach du Scheiße! Das ist der Bericht über all unsere... Nimm das Ding mit! What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus! Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Jimmy. Think about it. Worst case scenario... Maybe that's what they want us to do. What do you mean? Maybe they're trying to push us to the point where we do something crazy. I mean, the grass is dry as hell here. It would go up in a second. Well, now I'm thinking, what if you're right? I just don't think we should do anything that we can't undo. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Richtig. Oh, I'm so fucking wound up! It's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver, and tomorrow we can figure out what to do. Ich würde das gerne einmal lesen. Übersicht über die 10. Woche war das. Beobachtete zuverlässig trotz Alkoholismus, aufmerksam, charismatisch, eigennützig, verzerrte Wahrnehmung persönlicher Vergangenheit. Relevante beobachtete Tatsachen, war nie verheiratet, keine Kinder. Geht selten wandern und lässt ihre unmittelbare Umgebung... und verlässt das. Ach, über sie. Mehrere Affären, trotz Langzeitbeziehungen. Name, Xavier. Manipulierbarkeit, 3. Abgezeichnet durch Programmleiter, EG. Henry, 39. 10. Woche. Entdeckungslustig, geradlinig, reizbar, passiv, schuldbewusst, direkt, zurückhaltend. Übersicht Zielperson. Zielperson hat volle Aufmerksamkeit der Vorgesetzten gewonnen. Vertrauen noch wissenschaftlich nachzuweisen. Alles deutet auf volle Kooperation hin. Nachtrag. Zielperson könnte Kenntnis des Tests besitzen. Abbruch der Beobachtung angeraten, falls Zielperson Posten verlässt. Manipulierbarkeit 9 von 10. Steht hier noch. Klemmbrett. Häufiger Weggang aus Gebiet Two Forks. Vermeidung zu halten. Ältere Daten konsultieren. Okay. Nichts. Nicht erwidertes Verlangen nach Beischlaf. Konflikt mit anderen männlichen Personen. What? Unverhältnismäßige Nahrungsaufnahme. Worum geht das denn? Zielpersonfrequenz, Geschlecht. Zielpersonfrequenz. Geschlecht. Soziale Rolle. Aber M-O-P-E-O, das... Okay. Shit. Got another clipboard here that confirms that they're tracking our movements. The log they've got tracks the movement of 4 subjects. You and me? 4. Definitely me. And I suppose you too. What about the other two? I have no idea. Maybe another couple that's out here? Do you have any ideas? It's just you and me, Henry. Yeah, I know. I really think you should just get out of there, okay? Get home and we'll regroup.
Männlich, weiblich, männlich, männlich. Ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte und welcher was davon. Eingepackt. Es wird alles eingepackt. Ja, ich weiß, dass ich... They're measuring the barometric pressure too. Why? Ich weiß, dass ich abhauen soll, aber... It's just a diversion. So, letztes Ding, dann hau ich ab. There's a box here with a dial. It has a needle, like it measures earthquakes. You mean like a lie detector? Yeah, I'm not sticking around to get hooked up to it. Könnte... Nein. So. They've got a map with all sorts of paths and areas marked out on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? Some of their descriptions seem like uncharitable ways of describing me, yeah. Okay, ist der jetzt auch einfach nur da drin, um den festzuhalten, oder? Field Generator, Wednesday and Sunday. Da ist das Bild mit dem Ding, was sie abgeschnitten haben. Vorräte vielleicht? Campingkocher, klar, natürlich. Aber meinst du, die wissen wirklich, dass ich hier bin? You love Wyoming. Da würde ich gerne ran. Ja, die hätte ich auch mitgenommen. Oh Gott. Die wissen, dass ich hier bin, habe ich jetzt ein kleines Problem. Achso. N. Nichts, was ich ordnen kann. Okay. Mal hier an der Seite entlang. Hier komme ich aber nicht lang. Was zur Hölle geht hier vor sich? War das gerade draußen oder im Spiel? Irgendein Knurren habe ich gehört, aber... Oh, ich will hier nicht mehr sein. Oh, hier passiert doch gleich irgendwas. Und jetzt kommen überall diese Geräusche. Da kamen wir, ich gehe hier lang. Wie gesagt, nur weil man Verfolgungswahn hat, heißt es nicht, dass man nicht verfolgt wird. Oh yes. Ach scheiße, war das nicht der Originalweg? Wo wäre ich denn hier lang gekommen gerade eben? Nee, okay, alles klar. Dann habe ich mich getäuscht. Oh Alter, beweg dich. Whoa. Oh shit. What? Henry? I think there is smoke coming from north of Jonesy Lake. That is suspiciously close to where you just were. Yeah. See it? Jesus, okay, yeah, I see it. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? Do we just treat it like a normal fire? We just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah.
We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Ich komme, ich werde dich holen. Who is listening to us? Alter, wie es da weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Alter, das geht richtig los. Keine Ahnung. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Übermorgen. Winke, winke, ciao und tschüss.